So, herzlich willkommen zum neuen Video. Jetzt wollte ich schon sagen, das Video. Ja, ich habe heute, ich weiß noch nicht, wann ich es hochlade, heute schon ein Geburtstagsgeschenk erhalten vom Simon. Ja, und das wollte ich einfach mal auspacken. Ich weiß selber noch nicht, was drin ist. Ich muss die Oma aber leider schon die Ecke abmachen, weil ja die Adresse drauf stand. Und ja. Auf jeden Fall cool mit die mit die Briefmarken. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein, was drin ist. Ja, also vorab noch, ja, ihr kennt den Simon. Also wer im Livestream dabei war, der weiß, der kennt den Simon, der wollte auch einen Kanal machen. Hat es noch nicht, vielleicht macht er es noch. Mal gucken. Ja, aber ihr kennt den. Er war immer in den Livestreams mit dabei. Ja, auf jeden Fall hat er mir eine Prozessie schon gemacht. Mal gucken, was drin ist. Finde ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Jo, gucken wir mal. SD und Blu-ray, es ist cool. Zurück in die Zukunft. Die komplette Zeichentrickserie. Ich weiß auch, wie er da drauf gekommen ist. Wir hatten mal über Filme, über Kultfilme geredet, die man kennen muss. Ich habe die Zurück in die Zukunft Filme mich noch nicht gesehen. Also ich kenne die drei Filme nicht. Muss ich nachholen? Ich weiß. Ich hole ja viele Kultfilme in letzter Zeit nach, aber ich habe die noch nie gesehen. Ja. Gibt es auch eine 4K-Box, die kostet sogar nur 45 Euro, ist auch recht billig. Die hatten die jedenfalls schon mal für 30, warum ich die da nicht gekauft habe, ich weiß es nicht. Ich warte mal, vielleicht haben sie noch mal Angebot oder 30%, dann nehme ich mir die gleich mit. Achso, es war noch was anderes drin hier, muss ich mal gucken. Cool, jo. So, ist noch was drin? Ne? Auf jeden Fall noch ein paar Eisbonze. Wenn man mal wieder erkältet ist, dann kommt die ganz gut. Ja? Wenn man wieder mal was in der Nase hat oder im Hals. Ja? Jo, alles Gute zum Geburtstag, Bro. Viel Spaß mit der Serie. Jetzt fehlen dir nur noch die Filme. Stimmt. So, jetzt stellt es scharf. Stimmt, jetzt fehlen mir nur noch die Filme. Ich wusste, dass es da mal eine Zeichentrickserie gab, aber ich wusste gar nicht, dass die von Turbine als SD und Blu-ray kam. Also es gibt auch eine Box und so, hat er mir erzählt, aber ich wusste gar nicht, Mensch, ich habe ein paar Serien hier von Turbine. Ja, sowas wie Hey Arnold, sowas gibt ja auch hier, es gibt noch die Camper, ja? Ist jetzt nicht Zeichentrick, aber das gab es ja auch von Turbine. Wie gesagt, ist halt DVD-Qualität, aber halt auf Blu-ray, sind aber dafür nur zwei Disc. Aber es macht ja nichts. Ja, wenig. Ach man. So, ja, auf jeden Fall richtig geil, freue ich mich über das Geschenk. Ich werde dann auch ein Video machen, was ich zum Geburtstag bekommen habe, ist jetzt nicht so viel. Ja, werde ja dann sehen, morgen. Ich weiß nicht, ob ich es morgen mache oder Sonnabend. Mal sehen. Jo, dann hole ich mir noch die Filme. Und wie lange geht das? Weiß ich gar nicht. Wie viele Folgen? Ist ja die komplette Serie. Ja, die komplette Zeichentrickserie. 600 Minuten. 4 zu 3. Genau. Von University gewesen. Das größte Abenteuer aller Zeiten. Geht weiter, okay. Also spielt die Zeichentrickserie nach der nach den Filmen weiter. Ja. Ich muss mir die Filme unbedingt mal angucken. Für viele ist das wirklich Kult. Ich habe mir auch jetzt vor kurzem einen Kultfilm angeguckt. Also zwei sogar, würde ich sagen. Einmal der erste Matrix. Ich wollte dazu eigentlich ein Video machen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe mir zum ersten Mal Matrix angeguckt. Aber nicht den vom letzten Jahr, sondern Matrix von, wann kam der, von den 90er Jahre. Den allerersten halt. Richtig geil. Und das 4K-Bild war auch richtig schön remastered. Also top, kann man sagen. Teil 2 und 3 fehlen mir noch. Habe ich auch noch nicht gesehen. Die muss ich aber vorher gucken, bevor ich Teil 4 gucke. Ich weiß, das soll scheiße sein. Aber ich gebe mir trotzdem immer eine eigene Meinung. Jo, was habe ich noch geguckt? Genau, und ein Kultfilm auch noch. Ich glaube, der hat bei IMDb
IMDb die höchste Bewertung von Filmen, und zwar die Verurteilten. War auch ein richtig guter Film. Habe ich auch jetzt geguckt. Kannte ich auch noch nicht vorher. Ja, war ja so ein Knastfilm. Ich stehe eigentlich auf Knastfilme, aber war echt gut gemacht, muss ich sagen. Ja, Punkte. Ich gebe eigentlich ungern Punkte. Ich würde den so 8,5 bis 9 nehmen. Also da schon ziemlich gut. Also eine 10 bekommt bei mir eigentlich fast gar kein Film, weil es ist immer was. Also perfekt ist kein Film. Aber nee, da war schon richtig gut. Deswegen. Ja, deswegen, ich muss, werde ich mir mal die Box holen. Die gibt es auch gar nicht einzeln, die Filme. Also die Zurück in die Zukunft Filme, die gibt es sowieso nur in dieser Box. Aber ist ja halt recht billig. Kann man nicht meckern. Deswegen werde ich die mir mal holen. Jo, alles klar. Danke erstmal an Simon für das coole Geschenk. Freue ich mich auf jeden Fall. Und ja, die werde ich dann natürlich zeitnah gucken, wenn ich die Filme habe. Das wird auch nicht mal so lange dauern. Irgendwann kommt mal eine Aktion. Und dann werden die gleich mitgekauft. Ich meine, ich könnte die jetzt auch kaufen für 45 Euro. Das ist eigentlich auch nicht so teuer, weil das sind ja 15 Euro nur pro Film. Das ist eigentlich echt billig. Mir ist das Bild soll auch gut sein. Damals gab es ja irgendwie Fehler mit Austauschdisk. Aber jetzt die Emirates haben, meine ich, Meinung, also die haben schon die Austauschdisk. Deswegen. Jo, sonst gibt es jetzt weiter nichts zu erzählen. Was kommt jetzt noch für Videos? Es kommt noch ein 4K-Blockbuster-Update. Ja, habe ich ja erzählt in der 4K-Overview. Ich habe mir sau viele 4K-Filme geholt. Also, ich glaube, so viel, wie ich mir das ganze letztes Jahr geholt habe. Also, ich habe vier auch nachgekauft. Und die 4 für 50, aber es fehlen noch Filme. Ne? Deswegen habe ich das Video noch nicht gemacht. Es sind noch nicht alle da. Klar, ich kann schon mal eins machen. Werde ich auch machen, dann kommt das die Woche noch. Und Montag kommt ein Pfingstmontag-Update, so wie Männertag. Da habe ich schon ein extra Video gedreht. Ja, und Sonntag kommt halt das normale Video. Mal gucken. Ich denke mal, die Woche kommt noch das 4K-Blockbuster-Video Teil 1. Ich glaube, es sind drei Teile. Ich mache drei Teile draus, weil das sind bestimmt 30 Filme. Machen wir in jedem Teil 10 Filme. Ja. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Wie gesagt, das nächste Video wird das Blockbuster-Video sein. Und ja, wollte ich sagen, alle neuen Zuschauer, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke. Wir sind ja kurz vor den 500. Wäre natürlich cool, wenn ich das noch bis Mitte Juli hinkriegen wollte, was ich nicht denke. Also 30 Abonnenten ist ein bisschen weit weg. Ich bin am 21.07. diesen Jahres 4 Jahre schon auf YouTube. Boah, die Zeit ging echt vorbei. Also Wahnsinn, 4 Jahre sind das schon. Also 21.07.2018 kam mein erstes Video mit den 4K-Filmen. Ihr kennt das Scheiß-Video, finde ich. Aber hat gute Aufrufe gehabt. Ja, wäre cool, wenn ich bis dahin die 500 kriegen würde. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Jo, dann würde ich sagen, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.